Hallo meine Lieben, ich bin's mal wieder für euch. Dies, das. Ja, heute soll es gehen um private Schauspielschulen. No offense, kein Vorwurf, dies, das. Es soll eben nur ein Gedanke sein, den ich hatte, weil ja gestern meine Ausbildung losging in dem Sinne. Und ja, also unsere erste Lesson war halt Being an Actor. Und das war von einem Amerikaner gehalten, der aber einen erstaunlich deutschen Akzent hatte, in meinen Augen. Weil ich mich ja auch ein bisschen mit Sprache auskenne. Ich habe ja auch mal irgendwann in einem anderen Leben Germanistik und Romanistik studiert. Ja, und der eben wirklich auch Leuten erzählt hat, ich möchte jetzt nicht böse sein, aber die gerade in Amerika aufgrund ihrer körperlichen Voraussetzungen überhaupt keine Chance hätten. Ja, you are an actor in dies, das. Und für mich ist es ja so, ich mache das als Hobby. Ich mache das, weil ich einfach Bock drauf habe, weil es schon immer mein Traum war, nochmal so eine Schauspielausbildung zu machen, auch zusätzlich zum Normalen und so, zu meinem Studium und so. Aber das fand ich halt schon ganz schön krass. So. Ich finde eben dieses extreme Hoffnung machen, das finde ich krass. Wenn man ja eigentlich weiß, okay, die wird wahrscheinlich niemals in ihrem Leben eine Hauptrolle spielen und die wird auch ganz sicher kein Star. Und dann zu sagen, ja, you are an actor und dies, das, damit die halt die Semestergebühr bezahlt. Also so kam es bei mir an. Ich kann auch falsch liegen. Ich kann auch komplett falsch liegen. Aber das war so mein erster Eindruck. Ich dachte halt tatsächlich, dass der Typ ist doch kein Ami und selbst wenn er einer ist, also warum spricht er so schlechtes Englisch? Also, ja. Ja, im zweiten Bereich hatten wir dann Sprecherziehung, was sehr schön war. Den Menschen fand ich sehr sympathisch, ein ehemaliger katholischer Priester, der sich dann umorientiert hat und ja, durch seine Gesangsausbildung, da auch ein Priesterseminar und so, eben nun dort unterrichtet und sich auch weitergebildet hat. Also fand ich sehr gut, den Kurs. Und ja, dann hatten wir eben mit dem Leiter der Schule einen Kurs und mit dem habe ich mich ja direkt angelegt. Ich vermute, er hasst mich jetzt. Er hat eben gesagt, ja, es gibt Menschen von 1 bis 5. Und Einsen werden sich immer Einsen suchen und Fünfen Fünfen. Und in der Hinsicht werden sich auch immer Loser oder hübsche Menschen treffen und die anderen bleiben dann halt übrig. Und dann habe ich gesagt, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde das sexistisch. Ich finde das auch Bodyshaming-mäßig. Und dann sagte der, ja, soll ich jetzt unterrichten oder wollen Sie? Und dann meint er irgendwie, ja, Ludwig II. Von Bayern und dies, das, der hätte in diesem Königsgewand eine Aufnahme gemacht und wie wir das einschätzen. Und ich hatte mich gemeldet, weil ich über Ludwig, das ist ja einer der historischen Persönlichkeiten, die ich wirklich sehr feiere. Ich habe gesagt, ja, der war ja auch immer ein sehr getriebener Mensch durch seine Homosexualität, die er nicht ausleben konnte. Und da hat er mich ja sofort unterbrochen und hat gesagt, wir wollen jetzt hier keine Sozialkritik haben, Sie halten jetzt den Mund. Und ich dachte so, wow, du willst einfach nur meine 300 Euro haben, Digga. Sorry, aber ich mach das ja auch, mir macht das auch Spaß. Aber ich sehe das eben so, dass ich sage, das war immer mein Traum, ich finanziere mir das jetzt, weil ich es kann. Und weil ich das einfach probieren will. Aber dass da wirklich Leute daran glauben, dass die da super Karriere mitmachen und so verarscht werden, das finde ich schon scheiße. Digga, peace out, Leute, ich bin draußen.